Ja, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk Radio. Freitagnacht, wie immer eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Egal über was. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Andrea. Und Andrea ist 25. Guten Morgen, Andrea. Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, schön. Um was geht's bei dir? Also es geht darum, dass ich im Moment mit drei Männern zusammenlebe. Also ich lebe nicht mit denen zusammen. Entschuldigung, ich bin was aufgeregt. Ich führe im Moment eine Beziehung mit drei Männern. Mit drei Männern? Ja. Ist er heftig? Ja, das finde ich jetzt mittlerweile eigentlich auch. Finde ich auch. Wie lange läuft das schon mit den drei Männern? Insgesamt läuft das jetzt mit den drei Männern ungefähr ein Jahr. Mhm. Und du bist auch ungefähr mit allen dreien ungefähr ein Jahr zusammen? Ja, genau. Und alle drei wissen nichts voneinander? Nee, leider nicht. Das heißt, du switcht immer so zwischen den Welten hin und her? Ja, genau, richtig. Und lügst dir das Bein ab? Ja, genau, richtig, richtig. Ich habe das früher eigentlich immer mit zwei Beziehungen nur gemacht. Ja, und jetzt kam dann auch noch der dritte dazu. Mhm. Ich finde mein Verhalten ja selber nicht so ganz in Ordnung. Darf ich fragen, warum du es dann machst? Ich bin mal ziemlich enttäuscht worden und dann habe ich gesagt, gut, jetzt hat der Mann mir richtig wehgetan, jetzt tue ich dem Mann, jetzt tue ich den ganzen anderen Männern weh. Ach so, das ist jetzt ein Rachefeldzug gegen die Männerwelt insgesamt. Ja, ich denke ja. Das heißt, Gefühle sind da gar nicht so sehr im Spiel. Doch, bei einem jetzt ja, bei dem letzten, den ich da kennengelernt habe, da schon, da könnte ich mir auch mehr mit vorstellen, aber immer, wenn das dann was enger wird, wenn die dann immer ankommen, zusammenziehen und so, dann fühle ich das nicht mehr, dann laufe ich weg und... Was? Du sagst, du bist sehr enttäuscht worden. Was war das, so eine, ich sag mal, so eine übliche Liebesenttäuschung oder war da schon etwas Heftiges passiert? Das war richtig heftig. Das war, ich habe mit einem Mann zusammengewohnt, ziemlich viele Jahre lang. Mhm. Und ja, irgendwann ist er mir fremd gegangen. Dann ist die neue Frau bei uns zu Hause eingezogen. Und die ist bei euch zu Hause eingezogen? Ja, genau. Während du auch noch da gewohnt hast? Ja, genau. Und ich war damals, war ich beruflich unterwegs in Bonn. Mhm. Und ja, dann in der Zeit ist die Dame bei uns eingezogen. Dann habe ich einen Anruf bekommen und dann ja, musste ich halt ausziehen. Der heiratet jetzt in ein paar Tagen, habe ich so erfahren. Ja, ist eine üble Geschichte. Ja. Eine sehr üble Geschichte, aber nicht so eine Geschichte, wo man jetzt die ganze Männerwelt hassen muss. Nee, eigentlich nicht. Es gibt blöde Männer und es gibt blöde Frauen. Genau, und es gibt tolle Frauen und tolle Männer. Richtig, eigentlich macht man es ja auch nicht, aber ich weiß nicht, das ist auch irgendwie so ein Kick. Wie lange liegt denn diese Geschichte zurück, die du gerade erzählt hast, die mit dem... 7 Jahre knapp, nee, Quatsch, 7 Jahre war ich mit dem zusammen, das liegt jetzt 3 Jahre zusammen. 3 Jahre, mhm. Ich stelle mir das auch äußerst kompliziert vor, drei Leute so geschickt zu belügen, ja, das ist dass man da nicht irgendwie in Bredouille gerät. Ja, aber man lebt irgendwann damit. Das beginnt ja schon so, morgen ist Samstag, da verabredet man sich, wenn man zusammen ist, in der Regel. Genau. So, mit wem verabredest du dich jetzt morgen? Was sagst du den anderen beiden? Den anderen beiden sage ich, ich bleib mal zu Hause, ich habe keine Lust, ich muss mal bei meiner Mutter bleiben. Weil mein Vater, der ist auch im Mai ist der gestorben. Ja. Und ja, dann sage ich immer, ich muss mich um die kümmern, der geht sehr schlecht und so. Kann man mal so sagen, aber kann man das immer wieder so sagen? Nee, immer wieder nicht, weil das ist mir was anderes einfallen, dass ich nach Freiburg zu meinem Bruder fahre und solche Sachen. Mhm. Also du stehst quasi immer unter dem Stress und dem Druck, neue Lügen dir auszudenken. Bitte? Ich sag, du stehst immer unter dem Druck und unter dem Stress, dir neue Lügen auszudenken. Ja, genau, richtig, richtig. Und hast natürlich auch permanent die Angst, das könnte auffliegen. Ja, das stimmt, das könnte auch, weil... Alle Lügen können irgendwie auffliegen. Richtig, irgendwann kommt alles ans Licht, das denke ich mir auch. Mhm. Und ja... Stell dir mal vor, ich glaube, das ist immer so ziemlich, ziemlich hilfreich, stell dir mal vor, das würde jemand mit dir machen. Mhm. Stell dir mal vor, du wärst eine von drei Frauen, die ein Typ sich hält. Und du hältst dir ja die Kerle. So kann man das ja sagen. Mhm. Richtig. Aber kriegtest du so einen Hals, wärst du wahrscheinlich für 100 Jahre beleidigt und würdest alle Männer ewig hassen. Richtig. Ich denke mir immer, ich darf das, die Männer dürfen das nicht. So ungefähr denke ich mir das dann immer. Mhm. Ich finde, du darfst es nicht, Andrea. Ja, eigentlich nicht. Ich finde, du hast alles Recht der Welt, auf deinen Ex da sauer zu sein und verletzt zu sein, natürlich. Das ist mal, wenn so etwas passiert. Aber das ist die eine Geschichte und Schluss, Strich drunter. Mhm, wenn du einen neuen Menschen kennenlernst, ist das eine neue Geschichte. Genau, richtig. Aber
Und das ist ja, das geht ja jetzt schon seit ein paar Jahren, geht das ja jetzt schon so. Und da ist irgendwie nie was aufgeflogen. Manchmal wünsche ich mir auch, dass es vielleicht irgendwie auffliegt oder so. Dann wollen wir mal gemeinsam hoffen, dass alle drei heute zuhören. Und dich nee, da habe ich mich schon abgesichert, da hört keiner zu. Ah ja. Das wäre natürlich fein, ne? Mhm. Dann hättest du alle drei auf einen Schlag verloren. Ja, genau, richtig. Das würde dir auch recht geschehen. Ja, eigentlich. Ich würde es dir wünschen, als Strafe für das, was du da gemacht hast. Ja, ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist. So. Ich finde, ein guter Maßstab, wie man sich verhalten sollte, ist immer der, wie man gerne behandelt werden möchte von anderen Menschen. Ich glaube, das ist der allerbeste Maßstab, den man sich so setzen kann, wie man sich verhalten soll. Mhm. Verhalte dich so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Mhm. So. Ja. So, jetzt müsstest du Konsequenzen ziehen. Mhm. Ja, soll ich jetzt mit denen hingehen und jeden einzelnen reden, ich möchte euch nicht mehr, oder? Ja, du hast mir gerade gesagt, dass du dich in den, der als Letzter dazugekommen ist, genau, dass dir der am ehesten am Herzen liegt. Ja, genau. Und da habe ich dann immer wieder Angst, wenn ich jetzt mit den anderen zwei einen Schluss mache, dass das wieder alles zu eng wird dann. Und dann Versuch's doch einfach mal. Geh doch das Risiko ein. Sag ihm doch, dass du es noch nicht so eng haben möchtest, dass da noch Ängste sind. Mhm. Erzähl ihm doch von der Vergangenheit, was dir da widerfahren ist. Wenn es ein guter Typ ist, wird das verstehen und erstmal dich auch in Ruhe lassen. Mhm. So, glaube ich, tust du dir letztendlich auch Schlechtes an, weil du fühlst dich ja auch nicht wohl. Nee, absolut nicht, ja. Also mittlerweile denke ich mir auch, ich gehe wirklich mit dem letzten Mann jetzt auch schon in die Bars, so in Köln und Umgebung, mhm. wo die anderen eigentlich auch hingehen und so. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, dass es vielleicht doch aufliegt. Ja, da hoffe ich eigentlich immer drauf, aber irgendwie passiert da nichts. Ja, aber das ist ja auch wieder irgendwie ein bisschen, das ist ja doch feige. Du hoffst, dass es irgendwie aufliegt. Mensch, das musst du in die Hand nehmen. Du bist eine erwachsene Frau von 25 Jahren. Mhm. Da musst du sagen, so, ich entscheide jetzt für mein Leben das und das und das. Jede Entscheidung, die man in Liebesdingen trifft, birgt natürlich ein Risiko. Ja, so ist es nun mal. Es gibt keine hundertprozentige Absicherung. Mhm. Da musst du dich in den Keller setzen und warten, bis du alt wirst im Keller. Da, ja, wenn ich alt bin, stehe ich dann wahrscheinlich ganz alleine so. Da oder so. Ja. Richtig. Also Andrea, ich kann dir nur sagen, ordne ganz schnell dein Leben. Mhm. Ganz schnell. Damit du dir auch wieder mit erhobenen Hauptes in die Augen gucken kannst vorm Spiegel. Mhm. Kannst du im Moment nicht? Nee, im Moment gar nicht. Nee, im Moment steht man ja morgens wirklich mal auf, wenn man dann so SMS im Handy hat und so. Und dann überlegt man sich, ja, mit dem jetzt gerade mit dem neuen, wo ich kennengelernt habe, würde ich super viel machen. Ja, was erzähle ich den anderen? Und ja, ja. Außerdem, ich stelle mir vor, dir rutscht mal aus Versehen der falsche Name raus. Und das ist auch schon passiert. Ist auch schon passiert. Ja, das hat der eine junge Mann gar nicht so geschickt. Ach so. Ja, also das ist auch schon durchaus vorgekommen. Ich liebe dich, Tom. Ach nee, ich liebe dich, Tim. Oder sowas. Ja, genau. So war das, ja. Mann, was ist da los? Ja, ein ziemliches Chaos. Ja, aber da bist du selbst schuld und du kannst es selbst ordnen. Du hast es in der Hand. Mhm. Ordne es und mach es schnell. Mhm. Okay. Alles Gute. Gut, danke. Darf ich noch ein Autogramm bekommen? Ja, sehr gerne. Da legst du auf und wir rufen dich an wegen deiner Anschrift. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50, wenn ihr gerade reingeschaltet haben solltet und uns noch nie gesehen haben solltet oder gehört haben solltet. Das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow vom Westdeutschen Rundfunk in Köln, im WDR Fernsehen und bei 1 Live zu hören und zu sehen. Und wenn ihr hier mit mir reden wollt, ganz egal über was, könnt ihr euch melden. Das ist eine kostenfreie Nummer, die 0800 220 5050. Wir können über alles reden, über Dinge, die euch auf den Nägeln brennen, über die ihr plaudern wollt oder auch Dinge, über die ihr gerne mit mir streiten möchtet. Ruft an oder mailt domian@wdr.de und wenn ihr mailt, eure Telefonnummer unbedingt auch in die Mail reinschreiben. So, es geht weiter mit Janine. Janine ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Janine. Hallo. Deswegen rufst du mich an? Also, ich muss dazu sagen, ich liege momentan im Krankenhaus. Ich höre es schon, es ist halt so. Ja, ich liege alleine im Zimmer. Ja. Und da ist du mein Bett drinnen und von daher halt es halt ein bisschen. Weswegen liegst du im Krankenhaus? Ich habe mir vor 2 Monaten ungefähr an einem Heizkörper die Füße verbrannt. An einem Heizkörper? Ja. Och. Und jetzt mussten mir am Dienstag 14 teilweise weggenommen werden. Du hast dir die Zehen so schlimm verbrannt an einem Heizkörper, dass sie teilweise amputiert werden müssen? Ja, die sind schon weg.
Aber wie kann denn das passieren? Man zieht doch automatisch sofort die Füße zurück, wenn es irgendwie zu heiß wird. Nee, also ich muss auch dazu sagen, ich bin Diabetikerin und habe davon schon die Spätfolge, dass in meinen Füßen die Nerven kaputt sind. Ach so. Also ich habe da keinerlei Schmerzempfinden mehr. Überhaupt gar kein Empfinden? Nein. Das heißt, du hast die Füße an die Heizung gehalten und hast gar nicht gemerkt, dass die so heiß ist? Nee, also ich bin vorm Fernseher auf dem Boden eingeschlafen und neben mir lief halt so ein kleiner Heizkörper. Ja. Und ja. Achso, das war gar kein so ein normaler Heizkörper, der so an der Wand hängt, sondern nee. so eine Art Radiator, so ein kleines Gebläse. Ja, genau, so ein kleiner. Und da bist du eingeschlafen und das Gebläse war ganz nah an deinen Füßen? Genau. Und dann hat das so heiß alles aufgeheizt, dass die Füße verbrannt sind und du hast es nicht gemerkt? Nein, ich habe nichts gemerkt. Also ich bin danach Stunden bin ich aufgewacht, dann ist meine Schwester gekommen und ich habe dann an einem Fuß erst die Brandblasen entdeckt und meine Schwester dann die Schwellen am anderen Fuß. Hattest du Strümpfe noch an? Bitte? Hattest du auch Strümpfe an? Nein. Nee, sonst wären die ja verbrannt oder angekokelt oder sowas. Die waren dann wahrscheinlich in Flammen gegangen. Und da, als du dann wach wurdest, hast du auch immer noch nichts gemerkt? Du hast es nur gesehen? Nee, also ich habe es nur gesehen. Ich habe keinerlei Schmerzen gehabt oder sonst irgendwie was. Und mir ist auch im ersten Moment gar nicht der Heizkörper eingefallen. Also meine Schwester hat mich sofort ins Krankenhaus gefahren. Aber der lief ja noch, als deine Schwester dich entdeckt hatte, der Heizkörper. Nein. Nee? Nee. Wer hat den ausgeschaltet gehabt? Da ist meine kleine Nichte, die ist kurz zuvor hochgekommen. Hm. Und hat den komplett ausgemacht. Ach so, da hast du gar keinen den Reim drauf machen können. Warum habe ich Blasen an den Füßen? Ja, genau. Ach. Also auf den kam ich erst dann 2 Tage später, nachdem ich dann im Krankenhaus lag. Also, wie sah das aus? Sehr rot und sehr dicke Brandblasen. Also am einen Fuß, am linken Fuß, da war es nicht so schlimm. Ja. Und am rechten Fuß hatte ich halt wirklich an jedem Zeh eine richtig große Brandblase. Und haben die das denn gleich im Krankenhaus so diagnostiziert, dass man wusste, das ist sehr ernst? Ja, also die haben gleich gesagt, das sind Verbrennungen und gerade wegen meinem Zucker sind die hier natürlich stumm gelaufen. Mhm. Und ich war dann das erste Mal 2 Wochen hier und da hat mir erst gedacht, es wird wieder. Ja. Und nachdem ich aber auf der Chirurgie lag, ist halt von Tag zu Tag immer das schwarzer geworden. Also es ist abgestorben, das Gewebe. Ja, und dann war ich ungefähr 1,5 Monate zu Hause und jetzt am Dienstag hat man mich operiert. Du hast gerade gesagt, Zucker und Verbrennungen. Ist das ein besonderes Problem? Oder generell deine Zuckererkrankung bei... Durch den Zucker ist es halt so traumatisch. Ja, verstehe. Mhm. Ist das Ganze halt so ausgeharmt? Ist es dann so, dass du selbst jetzt, wo du die Zehen teilamputiert bekommen hast, also Stückchen von den Zehen sind weggenommen worden? Ja, also einer fehlt komplett und 3 ein bisschen mehr wie zur Hälfte. Mhm. Ist es so, dass du jetzt auch keine Schmerzen hast? Nicht wirklich. Also ich merke zwar schon, dass da was fehlt und... Ja, ich habe halt dieses pelzige Gefühl, was man halt an normalen Nervenschmerzen, wenn die kaputt sind, hat. Ein was für ein Gefühl? Pelziges. Also pelziges? Das ist so, wie wenn der Fuß eingeschlafen ist und da dann aufwacht. Ach so. Dieses Kribbeln und dieses... Wann war denn diese OP eigentlich? Jetzt am Dienstag. Am Dienstag. Ja. Also eigentlich ganz frisch. Kriegst du denn auch noch Schmerzmittel oder brauchst Nein. du die gar nicht? Brauchst du gar nicht? Nee. Hm. Ich krieg's nicht. Wirst du denn, wie ist das denn? Ich weiß ja, wenn jemand schwer zuckererkrankt ist, dann heilen ja Wunden auch schlechter und schwieriger. Das ist sehr schlecht, die Wundheilung. Das heißt, das ist bei dir jetzt auch ein großes Problem und eine große Sorge, dass das nicht ordentlich richtig zuheilt. Sofern ich halt meinen Zucker unter Kontrolle habe und die Werte halt okay sind, ist mit Wundheilung, dauert zwar lange. Ja. Aber es besteht die Chance, dass es gut heilt. Aber du bist ja jetzt unter wahrscheinlich perfekter ärztlicher Kontrolle, sodass man den Zucker jetzt auch gut im Visier hat. Doch, also das habe ich schon im Griff und da achte ich jetzt auch wirklich drauf. Aber wirst du denn, was haben die Ärzte gesagt? Oder vielleicht hast du schon ausprobiert. Wie ist es mit dem Laufen? Wirst du normal wieder laufen können? Das weiß ich eben nicht. Da hat mir noch kein Arzt irgendwie was gesagt. Mhm. Aber mir ist halt gesagt worden, dass man auf dem großen Zehen
mehr läuft. Und ist der große Zeh auch betroffen oder die großen Zehen? Nee, also da war nur die Kuppel, da haben sie nur das quasi abgepellt. Ja. Da war nur die Kuppel dunkel. Das heißt, das könnte sein, wenn die anderen Zehen zur Hälfte da sind, dass du dich daran gewöhnst und dass du laufen kannst. Ja, ich hoffe es, dass ich wieder normal. Aber das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand, der so schwer zuckerkrank ist, dass er zum Beispiel jetzt wie in deinem Fall kein Gefühl in den Füßen hat. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das kommt halt durch die Spätfolge, wenn man das halt jahrelang ignoriert und dadurch halt hohe Zuckerwerte hat, dann greift es halt. Sagen wir mal, ich habe es vor allen Dingen noch nicht gehört in dem Alter, in dem du bist. Du bist 29 Jahre alt. Wie lange bist du denn schon zuckererkrankt? Also offiziell sind es jetzt 12 Jahre und inoffiziell aber schon seit Kindheit auf. Schränkt diese Erkrankung dein Leben sehr ein? Ja. Inwiefern? Gerade halt, wie es gesundheitlich um mich steht und vom Körperlichen her. Und ja, ich muss halt extrem auf alles achten, sprich, was ich essen tue, was ich trinken tue. Und halt auch von der Körperbewegung her. Und durch das, dass ich halt jetzt schon diese Spätfolgen habe, ich bin auch bereits auf dem linken Auge fast blind. Ach so. Ja, also ich bin schon ziemlich eingeschränkt. Das heißt, wenn man das frühzeitig behandelt hätte, würde es dir besser gehen, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Musst du dir selbst eine Spritze jeden Tag setzen? Ja, mehrmals am Tag. Wohin geht die Spritze? Also entweder im Bauch oder in den Oberschenkel. Wenn man das jeden Tag macht, stelle ich mir das ein bisschen auer vor. Dass der ganze Bauch irgendwie voller Stichwunden ist? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich jetzt auch schon mittlerweile dran gewöhnt. Und die Nadeln sind ja wirklich sowas von fein, dass du das eigentlich gar nicht merkst, wenn man den Stich. Wie ist denn die Prognose, wenn man in deinem Alter schon so schwer zuckererkrankt ist? Ist das eine ernste Prognose oder kann man sagen, wenn du dich sehr, sehr konzentrierst und am Riemen reißt, kannst du ein hohes Alter erreichen? Also ich persönlich glaube nicht mehr daran. Und von der Ärzte her sagt man halt, oder traut sich halt keiner was Genaueres zu sagen, schätze ich mal. Weil halt schon einiges vorgefallen ist. Was ist vorgefallen? Ja, ich habe halt, ich war vor 2 Jahren schwanger und die Schwangerschaft musste ich aufgrund von meinem Zucker abbrechen. Und ich habe auch wegen meinem Zucker schon einmal versucht, einen Suizidversuch unternommen. Ach so. Und ja. Das heißt, da ist auch permanent natürlich eine schwere seelische Belastung. Ja. Auf jeden Fall. Wie lebst du? Hast du eine Partnerschaft? Lebst du alleine? Nee, ich lebe alleine. Ja, und kannst du noch berufstätig sein mit deiner Erkrankung? Das geht nicht. Nein. Das heißt, bist du früh verrentet schon? Ja. Ja. Wenn dich das seelisch, was man ja verstehen kann, so sehr mitnimmt, hast du denn in den letzten Jahren da mal so eine Betreuung erfahren oder eine Therapie gemacht? Nein. Noch nie? Nein. Würdest du das machen? Was heißt machen? Ich habe halt Angst, wenn ich zu einem Psychologen gehe, dass dann halt so voreilig mir ja Tabletten verschrieben werden oder ich nicht richtig behandelt werde oder das Vertrauen halt einfach nicht da ist. Da habe ich halt auch schon meine Erfahrungen gemacht. Ja. Weißt du, Janine, wenn du zu einem Psychotherapeuten gehst, einem Psychologen, ist es so erstmal die Regel, dass er dir keine Tabletten verschreibt? Ja, aber ich schätze mal, wenn der erfährt, was schon alles war und auch, dass es mich jetzt wirklich noch sehr belastet. Ja. Und wichtig finde ich immer in solchen Fällen, dass man einen guten Draht zu der Person hat und darauf aufbauend halt auch ein Vertrauensverhältnis entstehen kann. Ja, aber das ist eben sehr schwierig, heute dann den geeigneten Person zu finden. Das stimmt, gebe ich dir recht. Aber wenn du schon selbsttötungsgefährdet warst, hast du einen Versuch unternommen sogar? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe eine Überdosis Insulin gespritzt und bin dann schlafen gegangen. Oh, das kann wirklich tödlich wirken, ne? Ja. Und wie kam es, dass es Gott sei Dank nicht tödlich war? Meine Schwester, die hat mich dann morgens gefunden. Wie,
lange ist das her? 3 Jahre ja. Ungefähr. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas gemacht hat, dann ist man erstmal ganz tief abgestürzt innerlich. Wie hast du dich denn danach dann wieder so, hast du dich da wieder so nach oben selbst gezogen oder fühlst du dich eigentlich seitdem ziemlich so da nieder seelisch? Ich versuche halt mittlerweile mit eigener Kraft. Und aber bei mir ist halt das Problem, ich glaube halt, sobald ich einen Schritt nach vorne tue, passiert irgendetwas, was mich mindestens nach 2 Schritte wieder nach hinten haut. So war es halt bisher. Ja. Und von daher. Also da ist ein ganz zerbrechliches Seelengerüst im Moment bei dir. Kann man so sagen. Könnt ihr mir dann auch vorstellen, dass so eine Sache wie jetzt mit den Zähnen dich nochmal erheblich zurückgeworfen hat? Das würde ja schon jemanden, der relativ stabil ist, zurückwerfen. In dem ersten Moment, ja. Also wo ich erfahren habe, dass die Zähne weg müssen und ich mir halt Sorgen gemacht habe, wie es mit dem Laufen dann ist. Mhm. Und da ich ja eh schon auf einem Auge blind bin. Mhm. Aber wie gesagt, ich versuche halt wirklich zu kämpfen. Janine, was ich gerne würde wollen, dass du, das kannst du ja völlig unverbindlich mal machen, nur mal so als Information, dass du jetzt ein Gespräch mit meiner Psychologin führst. Denn ich glaube, das glaube ich so von meinem Grundgefühl her, dass es schon super wichtig wäre, wenn du einen guten Typ oder eine gute Frau an deiner Seite hättest. Ich nehme aber deine Bedenken ernst und glaube das auch, dass du solche Erfahrungen gemacht hast und dass du Angst hast. Aber vielleicht ist so ein informatives Gespräch mit meiner Mitarbeiterin gar nicht so schlecht, um vielleicht mal noch eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge zu finden. Ja, vielleicht. Ich will es dir jetzt nicht aufquatschen, aber ich fände es ganz gut. Ich meine, es kann ja nichts schaden, wenn du jetzt noch mal ein paar Minuten mit meiner Psychologin sprichst. Nee, schaden kannst du nicht. Nee. Ich fände das schon sehr gut. Das ist schon. Wollen wir es so machen? Okay. Dann legst du auf und die Magdalena, so heißt sie, heißt meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Hallo. Ich wünsche dir natürlich richtig gute Genesung. Und dass du wieder so ein bisschen so richtig auf die Beine kommst, auch seelisch. Denn die Seele wird sicher auch bei der Erkrankung auch eine große Rolle spielen. Ja. Ne, wenn man da immer tief unten hängt, kann der Körper sich auch nicht wieder fangen und regenerieren. Nee, nicht wirklich. Mhm. Das stimmt. Es hat mich sehr gefreut, dass wir beide uns so jetzt so akustisch kennengelernt haben. Ja, ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben. Und jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich gleich an. Okay. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Und sofort geht es weiter mit Frank und Frank ist 22. Hallo Frank. Ja, hallo. Hallo Frank. Was ist dein Thema? Also, ich bin seit 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und wir haben auch eine kleine Tochter, die ist 4 Monate alt. Mhm. Gratulation. Ja, danke. Und naja, ich bin extremer Kiffer. Ich kiffe jeden Tag, rund um die Uhr eigentlich. Mhm. Und ja, meine Freundin stellt mich jetzt vor das Ultimatum, nicht mehr zu kiffen, oder sie haut ab halt mit der Kleinen, weil sie will nicht, dass die Kleine darin aufwächst und dass das normal ist, dass alles einatmet. Und du kiffst in Anwesenheit deiner Frau und deines Kindes? Ja, in der Wohnung, in einem anderen Zimmer, aber sie will das halt trotzdem nicht. Ja, und du kiffst den ganzen Tag? Ja, so zwischendurch halt. Ja, was machst du? Bist du arbeitslos oder was machst du? Ja, ich suche noch eine Ausbildung. Mhm. Einen Schulabschluss hast du? Ja. Ja? Was hast du bisher so gemacht bis 22? Ja, beim Bund gewesen, nach der Schule. Ja. Ja, und dann halt eine Ausbildung gesucht und ich finde nichts. Ja, was suchst du denn für eine Ausbildung? Ach, alles Mögliche so, aber im handwerklichen Bereich halt. Irgendwas ja. Mit Autos oder so würde mich interessieren. Verstehe, also da ist so die Wunschliste weit gefächert. Ja, aber halt am liebsten irgendwie was im Handwerk. Ja. So, Frank. Soll ich dir mal gleich Tacheles reden? Wollen wir gleich mal Tacheles reden? Ja. Ich finde, dass deine Freundin, deine Frau verdammt recht hat. Ja. Verdammt recht hat. Mhm. Wenn ich da so einen Kiffbruder in meiner Wohnung hätte,
würde ich auch wirklich austicken. Und wenn dann auch noch ein kleines Kind da ist, ist das überhaupt gar kein Thema, dass du das nicht mehr machst in der Wohnung. Und ich fände es so gut, wenn du es überhaupt nicht mehr machen würdest. Ja, aber du weißt genau... Wie? Ich brauche das. Ja, ist schon schlimm genug, wenn du es so sagst. Ja. Ist schon schlimm genug. Das hat genauso ein Suchtpotenzial wie Alkohol oder auch andere Drogen. Das wird immer so verharmlost. Ja, sicher ist es nicht so vergleichbar mit Heroin oder so, natürlich. Aber es ist eine Droge. Und es kann einen, das wirst du mir sicher bestätigen, ganz schön träge machen. Ja, es holt mich auf jeden Fall runter, also von, egal. Wie meinst du, es holt dich runter? Ja, wenn ich nicht rauche, dann drehe ich manchmal voll durch, so. Was heißt das? Es war schon immer so, schon als ich klein war irgendwie und als ich dann angefangen habe zu kiffen, kam ich halt runter. Ich habe alles lockerer gesehen und war alles ziemlich smooth. Ja. Ja. Wie lange suchst du jetzt schon nach der Lehrstelle? 2 Jahre. Mhm. Wie aktiv bist du da? Da bin ich doch schon sehr aktiv. Ich suche ständig im Internet nach Firmen hier in der Umgebung und das ist mir schon wichtig. Wie stellst du dir das denn vor, wenn du irgendwo eine Lehrstelle bekommst? Glaubst du, dass du da kiffen kannst? Ja, nicht auf der Arbeit, aber danach doch, oder nicht? Danach gehst du nach Hause zu deiner kleinen Familie. Ja, aber am Abend kann man sich doch mal, ich weiß nicht, so wie andere sich ein Bier trinken zum Feierabend, kann man sich doch einen kleinen Joint rauchen, oder nicht? Ich nehme das sehr ernst, was du mir gerade erzählt hast, dass deine, ihr seid verheiratet, ne? Nein, noch nicht. Noch nicht, also was deine, ach nee, du hast ja 2 Jahre seid ihr zusammen, ne? So. Ja, wir wohnen aber zusammen halt. Ja, also was deine Freundin, die hat dich ja quasi vor die Alternative gestellt, ne? Ja. Das heißt, das ist schon ein richtiger Stresspunkt in eurer Beziehung. Ja, ich mach's zurzeit heimlich halt. Hat sie gesagt, entweder hörst du auf zu kiffen? Ja, sie ist auch zurzeit nicht in der Wohnung. Sie ist halt aus diesem Streit raus erstmal mit der Kleinen zu ihren Eltern gezogen und hat mich jetzt halt hier so sitzen lassen, dass ich aufhören soll. Und es ging hauptsächlich, es geht nur um die Kifferei. Deshalb ist sie weggegangen. Ja. Weil eigentlich, wenn dieses Problem nicht bestünde, würdet ihr euch gut verstehen. Ja. Und ihr liebt euch auch. Ja, also sie ist für mich meine Traumfrau halt. Ja. Mit der will ich am liebsten mein ganzes Leben zusammen. So, Frank, verdammt nochmal. Jetzt ist aber auch wirklich Schluss. Wenn du sagst, das ist deine Traumfrau und du hast mit deiner Traumfrau ein Traumkind, das 4 Monate alt ist. Ja. Dann krieg deinen Hintern hoch und lass den ganzen Kram sein und opfer es dafür. Dann habe ich Angst, dass ich wieder durchdrehe. Was heißt dieses Durchdrehen eigentlich? Was aggressiv oder was hast du da gemacht vorher? Nee. Ja, halt, Sag mal ein paar Beispiele, damit ich mir das so vorstellen kann. Gab's irgendwie Auswüchse? Ja. Welche? Also, ich weiß nicht, wie ich das so... Das ist ätzend. Egal, aber komm, jetzt haben wir schon so offen geredet und kommen wir da jetzt auch gleich weiterreden. Dann verstehe ich dich ja vielleicht auch viel besser, wenn du mir das erzählst. Was ist da passiert? Also, ich stehe drauf, mich mit Mettwurst zu befriedigen. Mit was? Mit Mettwurst. Also, du kennst ja diese im Eigendarm, die schneide ich auf und geht er mit dem Finger, ja, kannst du dir denken, was da weiter passiert. Was hat das mit Ausrasten zu tun? Ich finde das krank. Ich hasse mich selber dafür, aber ich kann das halt einfach nicht lassen. Und wenn ich kiffe, dann komme ich erst gar nicht auf den Gedanken. Und damit meine ich, das hält mich unten. Das hält mich unten, das hält mich normal. Ich habe im Moment einen... Meine Freundin weiß das nicht. Ich kiffe schon seit wir uns kennen. Frank. Ich habe im Moment ein merkwürdiges Gefühl. Ja. Zu Recht, ne? Wie? Ich glaube dir das nicht. Wie du glaubst mir das? Ich glaube dir das nicht mit der Mettwurst. Ich glaube dir die Sache mit dem Kiffen, glaube ich dir. Und die nehme ich auch sehr ernst. Wenn du in irgendeiner Weise ein Problem hast, dieses von heute auf morgen abzuschalten, dann gibt es überall in jeder Stadt, sicher auch in deiner Umgebung, Drogenberatungsstellen. Wo man hingehen kann, wo man auch ein bisschen länger und ausführlich reden kann. Ja. So.
Ich finde, das wäre der richtige Weg. Und alle Details, was immer da sein mag, kannst du da besprechen. Und letztendlich geht es nur darum, dass du deine Familie rettest. Dass du deine Freundin respektierst und dass du mit deinem Kind zusammen lebst. Darum geht es. Alles andere ist zweitrangig. Alles andere ist wirklich zweitrangig, finde ich. Ja, aber die weiß da nichts von und wenn die das mitkriegt, dann... Du gehst erstmal zu deiner Beratungsstelle und wirst alles Weitere, wie du dich verhalten sollst und was du wem wie sagst, das kannst du mit dem Therapeuten dort abstimmen. Ja. Ja? Ja. So. Okay. Und jetzt kriegst du von uns eine Adresse, wo du hingehen könntest. Mhm. Und dann hoffe ich sehr, dass du es auch tust. Okay. Danke. Frank, alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Sabine. Sabine ist 24. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sabine, was ist dein Thema? Mein Thema, ja. Ich habe seit circa 7 Jahren eine Affäre mit einem Mann, der seit 3 oder 4 Jahren verheiratet ist, 2 Kinder hat. Moment, der hat geheiratet, ja, während ihr schon eine Affäre hattet? Wir waren früher mal zusammen. Achso, ihr wart mal richtig zusammen? Ja. Ja, und dann wart ihr nicht mehr richtig zusammen und hat er geheiratet? Dann war eine Zeit lang Schluss. Ach so. Dann haben wir uns gar nicht gehört und dann habe ich ihn wieder getroffen und dann hat das Ganze wieder angefangen. Und währenddessen ihr auseinander wart, hat er seine jetzige Frau kennengelernt? Nee, die kannte er auch schon vorher. Die kannte er vorher schon. Richtig. Aber da lief vorher nicht auch was, während ihr noch zusammen wart mit der Frau? Nein, nee. Das weiß ich nicht. Also er ist mir selber auch fremd gegangen, als ich mit ihm zusammen war. So, das ist jetzt so ein Hin und Her seit 7 Jahren. Richtig. Er ist verheiratet und hat ein Kind. 2 Kinder. Ja. Du hast nicht auch noch einen Mann? Nein. Nein. Ich bin aber auch nicht wirklich in der Lage, muss ich ganz ehrlich gestehen. Du bist nicht in der Lage dazu? Nein, ich habe zwischenzeitlich eine Beziehung gehabt, die hat auch nicht wirklich lang gehalten. Was ist denn das für eine Beziehung zu diesem Mann? Ist das eine leidenschaftliche Liebesbeziehung? Ist es eine Abhängigkeit? Ich glaube, es ist schon die Abhängigkeit von meiner Seite aus. Also du würdest gar nicht das große Wort benutzen, der Liebe? Doch, das auch. Also das würde ich schon sagen. Es ist halt die erste große Liebe, das ist das Problem. Ja. Schlaft ihr oft miteinander? Wenn wir uns sehen, ja. Ja. Mhm. Was sagt er denn, was er für dich empfindet? Eine sehr gute Freundin. Eine sehr gute Freundin, mit der man ab und zu mal in die Kiste geht. So ungefähr. Also der sagt nicht zu dir, ich liebe dich? Nein. Hast du das schon mal zu ihm gesagt? Nein. Aber der wittert das. Er weiß es. Er weiß es. Ja. Weil er das mitkriegt. Richtig. Ohne dass du es großartig aussprichst. Von daher, er kann es aus deinem Verhalten sehen. Ja, richtig. Mhm. Hat er, folglich sieht er für euch auch keine wirkliche Perspektive? Nein. Für ihn ist das sehr praktisch, weil er so nebenher noch seinen Spaß hat. So ungefähr. Seine Frau weiß davon nichts, gehe ich mal von aus. Nein. Wie oft siehst du den denn? Selten. 1 bis 2 Mal die Woche. Ja, das ist nicht selten. Ja, es kommt doch mal vor, dass wir uns vor 2 Wochen gar nicht sehen. Ja. Und gibt er immer den Ton an, wann und wo ihr euch seht? Nein, also es ist von beiden Seiten. Mhm. Aber ihr trefft euch wahrscheinlich dann immer bei dir, oder? Wir treffen uns unterwegs. Was heißt das? Ja, es liegt an deinem Beruf. Mhm. Unterwegs heißt das in Hotels, oder wie? Nein. Im Auto? So ungefähr, genau. Wenn ihr euch seht, gibt es jedes Mal Sex? Vom Prinzip her schon. Also es gibt selten mal einen Tag, wo es nicht so ist. Mhm. Also sind das eigentlich immer Sextreffen? Vom Prinzip her schon. Ihr macht sonst nichts miteinander? Doch, wir reden auch sehr viel. Also meistens wird davor immer sehr viel geredet und irgendwann... Okay, nennen wir das verbale Vorspiel. Aber ihr geht nicht zusammen ins Theater, ihr geht nicht essen zusammen oder ins Kino mal oder irgend sowas. Das macht ihr nicht. Wir gehen mal zusammen schwimmen oder so. Also wenn die Zeit es zulässt, dann schon. Und deine Gefühle sind groß für diesen Mann. Ja.
Wenn du wünschen könntest, wenn du eine Fee um einen Wunsch bitten könntest, was würdest du bezogen auf diese Sache dir wünschen? Dass er zu mir kommt. Dass ihr wirklich ein Paar werdet. Richtig. Mhm. Wobei ich dann auch schon wieder nicht wüsste, ob es richtig wäre, weil ich mir auch nicht sicher wäre, ob er mir treu ist. Denn er ist ja auch schon seiner Ehefrau nicht treu. Er war mir damals ja auch schon nicht treu. Und er war dir damals schon nicht treu. Mhm. Er war ja auch zwischenzeitlich nochmal in einer anderen Beziehung. Klingt wie eine fatale Verstrickung, in der du da drin hängst. Mhm. Genau. In der du nicht glücklich wirst. Richtig. In der du immer und immer wieder oder immer noch mehr unglücklich sein wirst. Mhm. Und wahrscheinlich, das war gerade deine Bemerkung auch am Anfang, blockiert dich diese Geschichte für andere Männer. Ich denke ja, aber ich kann ohne auch nicht, das ist das Problem. Mhm. Dann muss es dir noch schlechter gehen. Sag ich mal ganz böse jetzt, Sabine. Noch schlechter. Ja, bis du wach wirst. Mhm. Ja. Denn so bist du bist, ich sag's jetzt mal von außen so, wie sich das für mich anhört, du wirst benutzt. Mhm. Und deine Gefühle werden auch benutzt. Ja. Und dem ist das scheißegal, dass du da leidest. Für den bist du ein praktischer Punkt in seinem Leben. Vielleicht auch eine gute Freundin, ja, aber mit der man auch schön Sex haben kann. Mhm. Aber weiter will der nichts von dir. Ja. Das ist das Problem. Ist das eine Perspektive so, die nächsten 10 Jahre zu verbringen? Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich müsstest du alles aktivieren in dir, wenn es auch noch so schwer ist, da rauszukommen. Und wenn das auch am Anfang, wenn du leidest wie Hund, müsstest du es, hast du es denn schon mal versucht? Die Situation gab es vom Prinzip her schon öfters. Wenn er dann den Job gewechselt hat und dann mal 3 oder 4 Wochen arbeitslos war, dann hat man gar nichts voneinander gehört. Ja. Und dann hat er sich halt dann doch wieder gemeldet. Aber da hast du nie Nein gesagt. Richtig. Mhm. Das heißt, du bist nicht aktiv gewesen, aber du bist dann direkt angesprungen, als er mit dem Finger geklickt hat. So ungefähr. Mhm. Wohnt er weit von dir entfernt? Nein. Bitte? Nein. Nein. Mhm. Nee, weil du das gerade mit dem Beruf sagtest. Also das geht nur, wenn er berufstätig ist, könnt ihr euch treffen. Richtig. Gut, ich will da nicht weiter nachhaken, also es scheint dann so zu sein. Mhm. Ja, aber das heißt, du hast es noch nie aktiv wirklich versucht und hast entsprechend auch noch keine Rückschläge erlitten, die mit Sicherheit kommen werden. Ja, schon irgendwie, dass ich da mal gesagt habe, lass mich in Ruhe, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, aber in der nächsten 1 oder 2 Wochen war ich dann doch wieder diejenige, die sich gemeldet hat. Da hast du dich dann doch wieder gemeldet? Richtig. Mhm. Weil es geht einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, geht nicht, gibt's nicht, Sabine. Ja. Geht nicht, gibt's nicht. Deswegen sagte ich gerade, muss der Leidensdruck noch nicht stark genug sein. Dann hast du ja noch nicht genug für den Bug geschossen bekommen von ihm, letztendlich. Hm. Da gibt es keine Zauberformel. Da gibt es nur hart gegen sich sein. Und es immer wieder versuchen. Und ich garantiere dir, dass du, wenn du es versuchst, dass du immer wieder auch Rückschläge erleben wirst. Mhm. Aber nur so kannst du das schaffen. Also ich glaube, das ist wie eine Suchterkrankung. Ja, ich glaube das mittlerweile auch. Mhm. Mhm. Eine Abhängigkeit. Aber das Problem ist ja, dass es auch von beiden Seiten ist. Weil wenn ich mich dann nicht melde, dann meldet er sich ja irgendwann wieder. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Schmerz sich bei ihm in Grenzen hält, wenn du nicht mehr da sein solltest. Dann holt er sich irgendwas anders. Ja, weil der herzensmäßig nicht darin verflochten ist. Dann ist es immer einfacher zu gehen, wenn das Herz nicht richtig dabei ist. Es geht man. Ja, das tut einem dann irgendwie auch leid und weh, aber das ist alles kein Drama. Sabine, also hast du eine gute Freundin oder so, mit der du drüber gesprochen hast schon? Ja, schon öfters. Die haben mich alle auch schon für verrückt erklärt. Die sagen alle, du musst entscheiden, du musst raus. Richtig. Ja. Ja, musst du. Das ist halt nur sehr leicht so gesagt, es fällt mir halt so schwierig, weil es halt schon so lange ist. Mhm. Ja, das ist ja das Fatale. Wenn man, je länger man in einer solchen Konstellation lebt, desto abhängiger wird man. Deswegen ist fast jeder Tag, den man früher da rauskommt, ist ein Segen für einen selbst.
Und jeder Tag, wo man zögert, verstrickt man sich noch mehr. Das heißt, im Prinzip musst du heute entscheiden, ab morgen kämpfe ich dagegen an. Ich kämpfe zumindest dagegen an. Wenn du auch nicht gleich siegen wirst, aber immerhin. Sabine, ich glaube, ich habe alles gesagt. Du musst es tun. Ja. Alles Gute und viel Kraft. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht es weiter mit Silvia. Silvia ist 29. Hallo Silvia. Hallo? Hallo? Ja, Silvia, guten Morgen. Ich bin 29. Ja, 29. Ich glaube. Ich habe es verstanden, 19. Nein. Also bei mir geht es eigentlich darum, es ist ein bisschen umgekehrt wie bei der Dame vorher. Bei Sabine? Ja, also ja. Bei mir ist es jetzt so, dass also mein Mann mich betrogen hat. Und ich das also vor ein paar Wochen rausbekommen habe, durch das, dass ich ihn also direkt drauf angesprochen habe. Ach so, du bist quasi die Ehefrau. Also nicht als von in der Konstellation Sabine, sondern als Beispiel der Position, dass ich betrogen worden bin. Ja, ja. Und ich bin dann also... Wie hast du es rausgekriegt? Ich habe ihn direkt drauf angesprochen. Also aber man spricht ja nicht einfach so, du musst ja irgendwelche Indizien gehabt haben. Ja, es war halt komisch, dass er sich halt ein paar Tage vorher also extrem komisch verhalten hat. Er hat mir dann mal eine Geschichte aufgetischt, abends, wo er nach Hause gekommen ist, was denn wäre, wenn wir uns trennen würden, wo dann der Kleine hinkommt. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er mich das jetzt fragt, weil mir das dann halt schon so komisch vorgekommen ist. Ja, allerdings, das wäre mir auch komisch vorgekommen. Ja, wie lange seid denn ihr zusammen? Bitte? Wie lange seid ihr zusammen? Wir waren jetzt 6 Jahre zusammen und 3 Jahre verheiratet. Ja, und ein Kind habt ihr auch? Ja, es ist 2. So, ja. Und er hat dann eben gemeint, dass er einen Arbeitskollegen hat, der eben jetzt sich in eine andere verliebt hat und auch eben erst ein Baby bekommen hat und dass der sich jetzt von seiner Frau trennen will. Und mir kam diese Geschichte halt schon sehr suspekt vor und habe ihm die Geschichte auch nicht wirklich abgenommen. Und ein paar Tage später hat er dann halt gesagt, er fühlt sich daheim nicht mehr wohl. Also der Einzige, der ihn hochzieht, sei also unser Sohn. Und am liebsten, wenn der Simon dann im Bett wäre, würde er dann gehen wollen. Und dann ist mir halt schon Licht aufgegangen, dass er bei mir schon gar nicht mehr sein will. Ja, also spätestens, wenn jemand das sagt, muss einem das Licht aufgehen. Ja, und am Wochenende haben wir dann Simon seinen Geburtstag nachgefeiert und da hat es dann also nochmal richtig geknallt. Da haben wir dann auch gestritten, weil erst dann schon das Wort Trennung gefallen ist. Und da wusste ich aber, also da wurde es immer noch nicht ausgesprochen, dass schon eine andere Frau im Spiel ist. Da hat er es immer noch nicht zugegeben. Und am Sonntag in der Früh habe ich ihn dann nochmal direkt allergischer drauf angesprochen. Hat er gemeint, ja, es ist so. Wie lange schon? Er sagt ja eigentlich ein paar Wochen, also am 4.8. ist es rausgekommen oder am 5. und tun wir mal noch ein paar Monate drauf. Ja, also 6 Wochen hat er gemeint, sei es gelaufen, aber ich glaube eben, durch das, dass ich nochmal was anderes rausgefunden habe, dass das eben schon seit früher läuft. Gehst du mal irgendwie ein bisschen näher ans Telefon, du wirst gerade ganz dumpf. Besser. Ja, so ist besser. Ja, so ist besser. Dass es schon länger läuft. Weißt du was über die Frau? Ich weiß, dass sie 22 ist und dass er sehr über die Arbeit kennengelernt hat. Ja. Ist das eine Sexgeschichte oder ist er verliebt? Also ich weiß, dass er verliebt war. Also du sagst war? Ja, also er hat gemeint, sie hätte sich von ihm getrennt. Glaubst du es ihm? Ja, ich glaube es ihm. Ja. Wie ist denn die Stimmung zwischen euch jetzt ganz aktuell heute, gestern, den letzten Tagen? Weil ich glaube, dass es ihm besser geht wie mir. Also ich glaube nicht, dass er wirklich weiß, wie schlecht es mir eigentlich geht, weil er war eigentlich mein Mann fürs Leben, sage ich jetzt mal. Und ich hätte mir eigentlich sowas nicht gedacht, dass sowas passiert. Hast du denn in den letzten Monaten irgendwelche Warnsignale wahrgenommen oder die dir jetzt vielleicht im Nachhinein klar wären? Das Einzige, was ich in den letzten Monaten sehr vermisst habe, ist, dass ich halt sehr viel alleine war. Dass er sehr viel seinem Sport nachgegangen ist, wobei ich da ja dann im Nachhinein erfahren habe, dass er sich da eben nach seinem Sport oder nach seinem Training dann mit ihr getroffen hat. Jetzt ist es wieder dumpfer. Drehst du nochmal irgendwie den Hörer? Ja, besser. Ja. Und dass er sich da eben schon ein paar Mal mit ihr getroffen hat und
Dass ich ihm aber da eigentlich schon immer wieder gesagt habe, dass ich mich sehr alleine fühle, sehr einsam fühle. Mhm. Ich habe ja den ganzen Tag den Kleinen und ich habe ja einfach abends mal jemanden reden gebraucht. Wie war denn so der Umgang? Ist er dennoch zärtlich mit dir umgegangen? Hat er dich gestreichelt? Habt ihr gekuschelt? Und oder war es eher kühl? Es ist weniger geworden. Weniger. Und Sex? Ja, auch weniger. Und wenn es dann war, wie war es? Kurz. Kurz und 0815. Ja, es war nicht mehr so. Also ich kann nicht sagen, dass es schlecht war, aber es hat halt einfach vielleicht irgendwo die Liebe gefehlt. So, was sagt er denn jetzt? Jetzt hat sie Schluss gemacht, auch kein Ruhmesblatt für ihn. Er hat nicht Schluss gemacht, sondern sie hat Schluss gemacht. Warum ist es passiert? Wie soll es weitergehen? Mit ihm jetzt? Ja, was sagt er? Wie rechtfertigt er alles? Und wie sieht er die Zukunft? Ja, er sagt jetzt erstmal, er will alleine bleiben, aber das glaube ich ihm nicht. Was heißt das? Er will alleine bleiben. Er will auch nicht mehr mit dir zusammen sein. Nein, er bereut es auch nicht, glaube ich, dass er mich jetzt mit dem Simon verlassen hat. Also ich glaube nicht, dass er irgendwas in der Hinsicht bereut hat oder dass er... Also er hat dich verlassen? Nein, also innerlich schon verlassen. Mhm. Weißt du, das ist einfach, der hat mich ja schon im Endeffekt schon viel, viel früher verlassen, bevor ich es überhaupt rausgefunden habe. Das glaube ich auch. Gibt er das denn zu? Sagt er, dass er letztendlich von dir weg ist? Dass er dich nicht mehr liebt? Ja, eigentlich schon. Also er sagt es nicht wortwörtlich, aber ich merke das einfach daran, wie er sich verhält, was er sagt und was er tut. Und daran merke ich das einfach, dass es eben so nicht ist. Und deshalb habe ich die ganze Geschichte ja eben auch vor 3 Wochen in etwa beendet. Von meiner Seite aus auch. Das ist jetzt wirklich zu Ende zwischen euch beiden. Ja, also ich bin vor 4 Wochen schon ausgezogen. Ach so. Ja. Ich dachte, also ihr würdet noch... Ich bin schon eine Woche weg gewesen, als es rausgekommen ist, dass er gesagt hat, er hat sich da eine andere Frau verschaut. Und da war ich dann schon mal eine Woche weg und bin aber dann nochmal zurück, weil ich gedacht habe, ich kann was ändern. Wie geht es dir denn dann heute? Beschissen. Ja, das glaube ich. Weil also, da immer auch noch schon sehr große Gefühle mit im Spiel sind für diesen Mann. Also ich kann ja nicht sagen, ob das jetzt noch Liebe ist, aber es ist die Erinnerung an die Zeit, die mir so weh tut. Und es sind einfach sehr, sehr viele Kleinigkeiten, egal wo ich hingehe, egal was ich mache, die mich dann plötzlich an irgendeine Situation zwischen uns erinnert. Und das ist halt sehr schwer für mich. Ja. Weil ich aber halt nicht so richtig begreifen kann. Das verstehe ich. Nach 6 Jahren hat man eine ganze Menge miteinander erlebt. Ihr habt ein Kind zusammen. Das war ein Wunschkind. Und aber ich höre schon auch daraus, dass auch schon eine gewisse Distanz vielleicht bei dir da war. Ja, weil ich mich eben so alleine gefühlt habe. Mir ist halt auch bewusst geworden, jetzt eigentlich vor einer Woche erst so richtig, dass ich halt mit vielen Problemen, die ich halt auch selber bei mir in der Familie habe, alleine gelassen worden bin von ihm. Ja, denn dieses Jahr auch eine Phase, ein paar Wochen, wo ich einfach nicht wusste, was mit mir los ist, war neben mir gestanden, war ich unzufrieden. Den Hörer wieder ein bisschen drehen. Und da kam von, von seiner Seite aus einfach auch nicht mal eine Umarmung oder. Das ist ja schon verrückt, wie oft man das so hört und erlebt, dass die Liebe verschwindet und vielleicht beide Teile es gar nicht wahrnehmen erstmal. Und da muss irgendwas passieren und dann werden einem die Augen geöffnet. Ja. Aber das war bei mir nie so, dass ich sagen hätte können, die Liebe ist nicht mehr da, sondern ich habe diesen Mann geliebt über alles, wirklich. Also sonst hätte mich das alles jetzt nicht so überrollt wie eine Walze. Also das ist für mich wirklich gekommen wie ein Hammer. Also ich habe wirklich damit nicht gerechnet. Sicherlich, man hätte vielleicht nochmal reden müssen oder so, aber ich bin der Meinung, im Nachhinein, man hätte das nochmal drehen können, wenn man vielleicht viel früher nochmal miteinander geredet hätte. Aber das hat er ja auch nicht gemacht. Und jetzt ist es zu spät. Ja. Ja. Wie siehst du jetzt für dich deine Zukunft? Das ist mein Problem. Ich weiß nicht, ob es eine Zukunft für mich gibt. Ich habe Angst davor, was mich in nächster Zeit erwartet. Ich habe jetzt Stress mit den Ämtern. Ich bin jetzt heute erst wieder im Amt gewesen und bin heulend aus dem Amt raus, weil man da einfach behandelt wird wie der letzte Dreck. Und ich habe Angst davor, mich vielleicht doch irgendwann neu verlieben zu können oder zu wollen. Und ich kann es vielleicht dann doch nicht. Ich habe vor allem Angst. Ich kann das verstehen, weil natürlich ist im Moment eine ganze Welt wegbricht bei dir.
Aber vielleicht solltest du dir diese ganzen Gedanken jetzt erstmal gar nicht so machen. Ich habe Angst davor, mich vielleicht zu verlieben und dann es doch nicht zu können. Das ist ja jetzt alles nicht relevant im Moment. Ich glaube, im Moment ist die Relevanz, dass du einfach mal rational, cool das Leben ordnest und managst. Und ich bin ganz sicher, du bist erst 29 Jahre alt, dass nach einer gewissen Zeit eine Ruhephase eintreten wird, wo sich die Dinge auch geregelt haben, wie alles organisiert ist und dass auch andere emotionale Phasen wieder in dein Leben kommen. Bin ich ganz sicher, hundertprozentig. Außerdem wird die Verpflichtung, dich um dein Kind zu kümmern, dich auch schon wieder immer wieder ja in die Realität zurückholen, wenn du mal sehr traurig bist und sehr niedergeschlagen. Es ist halt momentan einfach wahnsinnig schwierig. Mein Sohn ist momentan auch in einer Phase, wo er mich manchmal einfach zur Weißglut bringt, weil er nicht hört. Und ich kann es nur sagen, wie es ist. Ich bin manchmal abends teilweise jetzt so fix und fertig, ich stoße echt an meine Grenzen. Ich habe gerade abends da und heul aus dem Nichts heraus, weil ich der Meinung bin, ich schaffe das alles nicht mehr. Ich habe es gerade das aufgeschnappt. Du sagst, du warst heute unterwegs bei den Ämtern und hast das alles irgendwie, das bricht alles auf dich ein. Ich würde gerne jetzt unseren Service hier im Hintergrund nutzen und dich weiter verbinden an meine Psychologin, die dir da sicherlich einige sehr gute faktische und praktische Dinge raten kann. Gerade in der jetzigen Situation einmal, was das Managen anbelangt, aber auch was so deine seelische Stabilität betrifft. Ja? Ja? Liebe Silvia. Okay. Kopf hoch. Also ich bin froh, dass ich bei dir durchgekommen bin. Ich probiere es nämlich schon seit eineinhalb Wochen. Ja super, freue ich mich auch, dass wir uns haben unterhalten können. Ja. Es kommen bessere Zeiten. Das ist kein blöder Spruch jetzt, ich sag's dir. Ich hoffe. Es kommen bessere Zeiten. Du legst auf, wir rufen zurück. Alles Liebe. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ludwig ist hier. Ludwig ist 62. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Ludwig. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Oh, Jürgen, ich habe so ein Problem. Meine Frau ist am Dienstag verstorben. Ja. Und ich bin vom Gericht eingesetzt worden als Betreuer. Ja? Und das war, muss ich vorausschicken, Montag wurde ich gefragt, am telefonisch vom Krankenhaus, ob sie einen Luftröhrenschnitt machen dürften. Ja? Habe nur selbstverständlich zugestimmt. Es war vielleicht die Hoffnung noch da, dass sie gerettet werden konnte. Aber Dienstagmorgen rief mich der Arzt an und dann kam ich dorthin. Dann erzählte er, dass sie an heute wie Dienstag sterben würde. Es wäre keine Überlebenschance mehr. Was für eine Maschinen abstellen könnte. Ja, und da habe ich das zugesagt. Und ich habe gute Freunde, mit denen ich gesprochen habe. Und die sagen, das hätte ich richtig gemacht. Aber jetzt mache ich mir dermaßen Vorwürfe. Aber ich weiß, dass es richtig war. Aber trotzdem mache ich mir Vorwürfe. Welche Erkrankung? Ja, Ludwig, welche Erkrankung hatte deine Frau? Meine Frau hatte einen Schlaganfall. Ein Schlaganfall. Ja. Und wie lange war sie schon erkrankt? Ja, sie war seit dem 24. war sie im Krankenhaus. Ah ja. Und ich sagte, am 24. habe ich das letzte Mal mit ihr sprechen können. Und seitdem konnte ich nicht mehr sprechen mit ihr. Und die Situation war jetzt so sehr ernst, dass es keine Überlebenschance mehr gegeben hätte für sie. Höchstens noch eine Lebensverlängerung von einigen Tagen. Ja, genau. Es wäre nur ein Sichtum gewesen. Ein Sichtum, ja. Und wie gesagt, das konnte ihr nicht zumuten, das wollte sie auch nie. Ich finde immer sehr wichtig, gut, dass du es gerade erwähnst, wenn man sich vor Augen hält, was der jetzt Verstorbene eigentlich zu Lebzeiten gewollt hat. Sie wollte nicht so am Leben erhalten werden, wenn es keine Chance mehr gegeben hätte. Nee, das wollte sie absolut nie. Das sagen ja fast alle Leute. Ja. Fast alle Leute. Das heißt im Prinzip, nicht im Prinzip, du hast ganz im Sinne deiner Frau gehandelt. Ja, das ja, aber trotzdem, momentan, es ist fürchterlich. Ich bin auch, ich habe in meinem Leben noch nie geheult. Das erste Mal, dass ich heulen musste. Und ich habe mich geschämt vor allen Leuten. Das war für mich schlimm. Und dann war ich suizidgefährdet. Ja? Ja. Ich habe das auch der Ärzten erzählt. Ich bin da hingegangen, weil ich nicht mehr konnte. Ja? So, und dann, das ist geregelt gewesen. Da will ich auch nichts mehr davon wissen.
Warst du? Dann plötzlich habe ich Albträume gekriegt. Mein Leben noch nie Albträume gehabt. Mhm. Warst du dabei, als deine Frau gestorben ist? Ja. Das war ich ihr schuldig. Ja. Das heißt, man hat wirklich die Apparate abgeschaltet und dann ist sie nach einer gewissen Zeit verstorben. Ja, nachmittags um 2:30 haben sie die Apparaturen abgeschalten und nachts um 12:18 ist sie in meinen Händen verstorben. Mhm. Ja, und ich mir ist angeboten worden, dass ich da bleibe, aber ich sagte, ich werde mich verabschieden und dann gehen, weil was will ich nur mit einer Hülle des Menschen? Mhm. Da kann ich nicht reden und nichts. Ja. Und dann bin ich gegangen. Das war für mich das Beste. Ich finde, Ludwig, dass du sehr, sehr gewissenhaft dich verhalten hast. Du hast im Sinne deiner Frau gehandelt und du bist bei ihr in ihrer letzten und vielleicht für sie schwersten Stunde oder Stunden. Warst du bei ihr und hast ihr beigestanden. Das finde ich sehr respektabel und das finde ich sehr gut. Dass man sich natürlich, du bist ja noch ganz durcheinander, das Ganze ist ja erst am Dienstag gewesen, das ist ja völlig normal, dass man da, wie lange wart ihr verheiratet? 37 Jahre. Also, das ist mir ja völlig klar, dass das ein Wechselbad der Gefühle ist. Und ich bin so hilflos noch dazu, ne? Habt ihr gemeinsame Kinder? Nein. Aber wie gesagt, ich bin so hilflos, ne? Mhm. Ich wusste nicht mal, wie ich eine Waschmaschine bedienen muss. Ne? Meine Frau hat alles für mich getan. Mhm. Ich habe mich um nichts kümmern brauchen. Ne? Und jetzt steht man da vor so einem Scherbenhaufen. Ja. Hast du denn jemand, der dir so ein bisschen zur Seite steht? Ich hab sehr viele Freunde, ja. Aber wie gesagt, die haben alle gesagt, ja, es war richtig, was ich gemacht habe. Ja. Aber wie gesagt, innerlich werde ich dann nicht fertig damit. Aber das kann ich auch nicht nach draußen tragen. Wenn du da mit dir so haderst und sagst, es war vielleicht doch nicht richtig, was, wenn du so in der Gefühlssituation bist, was denkst du denn, was richtig gewesen wäre? Ja, ich denke schon, dass es richtig gewesen wäre. Aber dann kommt wieder so ein Punkt, wo ich sage, Menschenskinder, vielleicht hätte sie doch nur eine Chance gehabt. Aber sie hat keine Chance mehr gehabt. Das weiß ich jetzt. Und das haben dir die Ärzte auch hundertprozentig so gesagt? Das haben die mir hundertprozentig gesagt. Ja. Das heißt, man hätte sie mit den Apparaturen vielleicht noch einige Tage am Leben erhalten können. Aber sie wären nie wieder gesund geworden. Nein, überhaupt nicht. Sie wäre nicht mehr zu Verstand gekommen. Sie wäre wirklich tagelang nur an der Maschine. Das wäre nur ein Dahinsiechen gewesen. Das heißt, sprechen hätte sie nicht mehr können, bewegen hätte sie sich nicht mehr können. Du hast mit deiner Frau früher mal über solche Situationen gesprochen? Ja. Und ihre Meinung war ganz klar? Sie will nicht an der Maschine hängen, wenn es mal so weit ist. Wir haben eigentlich diesbezüglich über alles gesprochen. Sie hat auch schon alles fertig gemacht, wie sie beerdigt werden will und alles, wenn es so weit ist. Das hat sie alles schon festgelegt, beim Institut und alles. Das war für mich auch schon eine Erleichterung. Aber es fehlt an jeder Ecke. Kommt man nach Hause, alles leer, da wird nicht gesprochen, wo kommst du her und so. Das fehlt einem total. Natürlich, wenn man 37 Jahre miteinander verbracht hat. Das ist aber lange Zeit, würde ich sagen. Ja, bricht natürlich etwas ganz, ganz Großes weg. Ich kann dir sagen, es ist... Aber lass mich doch mal zum Schluss sagen, Ludwig, dass ich so als Außenstehender, der sich das jetzt angehört hat, ich finde, dass du rechtens gehandelt hast und dass du kein schlechtes Gewissen haben musst. Und dass du dich jetzt so schlecht fühlst, ist natürlich auch eine Folge dieser wahnsinnigen Erschütterung in deinem Leben, dass deine Frau gestorben ist. Und so plötzlich. Und sie ist ja nicht mal beerdigt. Wann ist die Beerdigung? Nee, die ist am 15. Oktober. Ja. Sie wurde erst ganz anonym. Auch sie wollte nicht haben, dass ich mitgehe und sie dachte immer, das wäre schlimm für mich. Ja. Jetzt habe ich mich entschieden, sie kommt schon anonym unter die Erde, aber ich habe mich entschieden. Ludwig, meine Sendung ist vorbei. Ja. Du legst mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Das ist ganz lieb. Bis gleich. Tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik heute Annette Bastian. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende bis nächste Woche Montag. Macht's gut.